Hier Christina Vogt, Caroline Linnert, Elisabeth Motschmann, Jens Börnsen. Wenn wir alle den Wahl-O-Mat machen, auf wie viel Prozent Zustimmung wir da kommen? Ich kam auf 90. Ich der Rest auch. Ist grün. Ich auch. Haben Sie auch den Wahl-O-Mat gemacht? Ja, ich bin auf 97,6 gekommen und das war mir schon fast ein bisschen unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Das ist Zentralkomitee-Werte, ja? Also, ich habe gedacht zumindest, das ist kein sozialistisches Ergebnis. Haben Sie auch Wahl-O-Mat gemacht? Ich auch. Ich sage nicht, was bei mir rausgekommen ist. Das ist echt absurd gewesen. Aber ich bin heute Parteien. Ich habe einen grünen Socken, einen roten, ein schwarzes Hemd. Also ich bin heute Wahl-O-Mat unabhängig. Herr Börnsen waren früher haben auf den Straßenbahnschienen gesessen und gegen die Fahrpreiserhöhung demonstriert. Sie waren einfach auch mal so ein richtiger Radikalinski, oder? Ich habe 1968 Abitur gemacht und das entschuldigt nicht. Ich werde ja immer noch sehr oft wütend und mich packen Diskussionen auch, aber man schleift in gewisser Hinsicht ab, weil es manchmal schwierig ist, dass Bremen alle immer so, die sind immer alle so freundlich und zum Glück irgendwie erzählt der ein oder andere dann doch in einer Debatte immer irgendwas, was mir irgendwie derartig gegen den Strich geht, dass ich dann auch zu meinen eigentlichen Inhalten und auch mit der Vehemenz zurückfinde, weil sonst würde das auch nicht gehen. Heute sind Sie für die Finanzen verantwortlich. Gibt es da Momente, wo Sie auch sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich würde gern auch einfach mal wieder auf die Straße gehen und einfach mal demonstrieren, ohne dauernd diese Verantwortung zu haben? Ich kann beides. Und meine Arbeit macht mir vielleicht nicht jeden Tag gleich viel Spaß, aber das ist bei Ihnen, glaube ich, auch nicht so. Es hat was mit Verantwortung zu tun. Ich wollte das gerne. Ich glaube, dass das wichtig ist für Bremen, was wir tun. Und ich gehe auf Anti-AKW-Demos oder jetzt so zur Flüchtlingsinitiative. Oder das ist für mich Teil meiner Arbeit, dass ich mich auch außerparlamentarisch betätige. Und für mich ist das auch kein Widerspruch. Herr Börnsen, wir haben es im Vorfeld oft gehört. Frau Motschmann denkt, sie gibt es gar nicht. Heute sehen wir, es gibt sie. Aber können Sie uns mal erzählen, was machen Sie den ganzen Tag? Wie sieht das so aus? Nein, das ist eine ganz ernsthafte Frage. Man sieht Sie dann als Politiker. Aber Sie stehen morgens auf, so, da klingelt der Wecker und dann putzen Sie wahrscheinlich Ihre Zähne. Und was passiert dann? Also erstmal füttere ich meine Katzen, aber das will ich jetzt hier nicht weiter. Whiskers oder Schäfer? Nee, ich mache ja keine Schleichwerbung. Zunächst mal, Frau Motschmann und ich, wir kennen uns schon ganz lange. Wir haben schon im Parlament zusammengearbeitet. Und übrigens auch in der Großen Koalition zusammengearbeitet. Ich würde Sie gern häufiger treffen. Sie ist nur eine Bremer Politikerin in Berlin. Und die Herzkammer der bremischen Demokratie ist das bremische Parlament und da treffen wir uns leider nicht. Wenn ich Kritik übe, Herr Börnsen, dann bitte ich um Nachsicht. Ich mag Sie ja. Okay, das haben wir geklärt. Und dann kann man jetzt nach Hause gehen. Jetzt muss ich mein Aber noch sagen. Aber ich muss ja nicht in der Sache. Das ist meine Aufgabe als Oppositionspolitikerin, muss ich natürlich Kritik üben. Auch wenn das mir vielleicht auch schwerfällt, aber ich tue es ich trotzdem und deshalb dürfen Sie mir nicht böse sein. Und Sie waren einfach deshalb... Das ist dieser Kuschelkurs, den wir in Bremen jetzt vielleicht ja nicht finden, Frau Matschmann. Das wollen Sie doch nicht, Sie wollen sich doch nicht alle lieben. Ich hätte Sie doch so gerne getroffen bei all den Podiumsdiskussionen. Ja, zum Knutschen hört sich das fast an. Nee. Wir wollen das streiten.